Ach ja, jetzt haben wir wieder gar. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Land. Nein, nicht Landwirtschaft. Ich komme nochmal rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator. Ja, es liegt daran, dass ich vorhin schon Landwirtschaft Simulator aufgezeichnet habe. Mit dabei der Kai, der zeichnet auch auf. Jo. Und servus, der Malte. Hallo. Und der Björn. Hallo. Wobei Björn jetzt gerade nicht mehr bei uns im Konvoi ist. Der ist in der letzten Folge abgebogen nach Richtung Kassel. Kassel, genau, ja. So, los geht's. Die Wildfahrt. Los geht's, Bert. Eins, es zwei. War ja schon wild jetzt. Ne? Ja, ja, das war. Ja. Nur weil ich das eine Lied rausgesucht habe. Nur weil ich die Abfahrt verpasst habe. Also, ja, einmal diese Lieder. Ich werde den Erfolg nie fertig kriegen, wo du fünf Touren hintereinander unfallfrei ankommen musst. Ich habe da noch gar nicht geguckt, so diese ganzen Achievements oder so. Ja. Ich fahre einfach, also. Hauptsache, kommst du überhaupt an. Ja. Ja, das stimmt, das ist die Hauptsache. Okay. Aber ich muss sagen, mit dem Lenker geht es ja doch schon einiges besser. Ja. Weil da vorne müssen wir ab. Wir müssen auf die linke Spur, oder? Nee, also ich muss rechts. Du musst rechts? Ja. Du nicht? Ich muss links rüber. Okay. Creepy. Wo musst du hin, Malte? Ich muss auch hier links. Ach, links? Rechts. Hm, komisch. Ja. Aber ja, wir sind ja wahrscheinlich aber Frankfurt da. Ist ja, ja, ich fahr dann auch mal euch hinterher einfach. Ja, okay, wahrscheinlich springt dann gleich das. Ich kann es mir ja leisten, auch den Auftrag mal anders abzugeben. Ja. Ja, ich hatte aber, glaube ich, 23 Stunden Zeit oder so. Also. Von daher. Ja, Zeit habe ich auch ohne Ende. Also nur ich halt. Bin jetzt so was. Guck mal gerade die Zeit noch. Ich habe noch 20 Stunden unterwegs. Zeit. Also von daher ist es egal, denke ich mal. Das kann ich jetzt irgendwann merken. Wann müsst ihr denn abliefern? Wo sehe ich denn das? Bei, auch bei F6? Ja. Steht erwartet, Dienstag. Also bei mir ist es Dienstag von 6:38 bis 13:18. Ja, bei mir 7:17 bis 11:27 auch am Dienstag. 15:46 bis 22:26. Also ich muss nur noch einparken. Also wenn es bei mir hinkommt, dann bin ich um 4 da ungefähr. Ja, ich auch. Achso, ja, natürlich. Bei mir ist es 3:22. Abgeliefert und ausgezeichnet. Aber der hat noch die andere. Jetzt hat er eine neue. Und da steht bei mir Dauer 1 Stunde 45 Minuten. Was? Bei mir sind 2 Stunden 17. Bei mir 2 Stunden 15. Ja, dann muss ich irgendwo anders hin, nehme ich an. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht musst du wieder zu so einem Bauernhof oder Holzlager. Ja, oder ich denke mal, der Bagger hier hinten, der geht bestimmt wieder in den Steinbruch oder so. Kann ah, sein. Ja, das wird sein. Ja. Soll ich leer nach Frankfurt runterkommen? Ja, das kannst du natürlich machen. Ist ja nicht so weit, holst du das bestimmt mal gleich wieder rein. Wollte ich gerade sagen, nur mit der Zugmaschine kannst du ja Gas geben. Ja, ganz gut. Gleich kommt er hier vorbei gesaust. Ja, das waren wir. Oh. Bin dann schon mal in Frankfurt. Ups. Wir müssen noch gleich ab, sehe ich gerade. Und es geht ab, ab, ab. Nobody is perfect. Entschuldigung. Was? Ach nix, Hightower, alles wird gut. Ja, oh Gott. Da, solange du willst. Da singt man schon mal Lieder aus irgendwelchen Filmen. Baby und Tina? Ja. Aber es ist gut, dass du weißt, welcher Film. Ja, das war nicht gerade nur geraten. Wo müsst ihr denn hin? Ja, geraten. Fahrt ihr jetzt ja links rüber? Frankfurt? Ja. Okay. Wo müsst ihr denn hin in Frankfurt? Ich denke mal, ich muss in Stein. Ich muss zu Trado. Trado. Ich muss zum Triad, was auch immer das ist. Ach so, ja, das ist der Baum. Nee, ja, ach doch. Baum. Der Baum ist jemand mit Bäumen, ja. Baumhändler da, hier, Holz. Ah ja, der Baumhändler. Das Sägewerk. Das Sägewerk Bad Segeberg. Nicht schon wieder. Ich hier gern Eichen. Hat der das nicht neulich schon mal irgendwo? Ja. Eine Bodenschwelle. Das war aber beim Landwirtschaftssimulator, glaube ich, ne? Ja, ja, das war beim Landwirtschaftssimulator. Ah, die eine Folge heißt, glaube ich, ja sogar so. Oder? Heißt die Folge nicht so? Ich weiß gar nicht. Von mir hast du das Video gekriegt. Ja, ja, genau. Kann mal jemand von hinten drücken bei mir? Nee, gerade nicht. Ah, du mir, ich habe auch ein bisschen Rückenschmerzen. Das wäre auch gut, wenn da mal einer drücken könnte. Ich bin noch in Kassel. Achso, hier ist ja dreispurig, kann ich auch rechts bleiben. So.
Ja, weißt du, die ganze Stunde hier auf dem Bock, ah, tut mir das Kreuz weh. Oh. Bist aber auch eine Memme. Ja. Memme, aber eine ganz harte, du, eine ganz harte. Ja, das wollte ich auch nicht wissen. Ja. Das ist so ein bisschen so, als wenn wir hier unterwegs sind und so miteinander funken über CB-Funk oder so. Ja, ja. Wir können uns ja noch so CB-Funknamen geben. Ja, Teddybär 1-4. Ja, das wäre doch meiner, ne? Ich stelle gerade fest, dass ich im Hintergrund noch Radiolauf mache. Oh. Wir hören ich aber nicht. Nichts, also ich mal nicht. Wie war das früher? Rippeltippel 1 mit einem Tippel ruft Rippeltippel 2 ohne Tippel. Oh Gott, das haben wir mal. Ja. Ja, das haben wir in Pferden. Malte, warst du da schon mal bei, als wir das in Pferden gespielt haben? Ich glaube ja. Also ich muss jetzt hier rechts ab, ihr nicht? Nee, ich muss geradeaus. Ja, ich fahr da mal hier rechts ab. Ja, dann fahr du mal zu deinem Baumhändler da. Weil ich habe nur noch 26 Minuten. Fahr mal zur Baumschule. Jo. Wir treffen uns dann in Frankfurt City zum Kaffee oder so, ne? Alles klar. Ja, Thomas, geben wir mal ein bisschen Gas jetzt hier. Können wir machen. 90? Mein Freund, hier wollten sie kein Gas geben, wisst ihr? Jetzt geben sie Gas, jetzt wo ich nicht mehr dabei bin. Das ist, weil wir wollten den alten Mann jetzt nicht mehr so stressen. Ja. Ach so, na, der alte Mann hat aber die meisten PS und am Arsch. Ja, das stimmt auch nicht. Ist ja kein Wunder, ne? Er kommt ja selbst nicht mehr von der Stelle. Hier habe ich auch die 750, oder wie viel das sind. Hast du auch einen Volvo, ja? Ja. Hm, cool. Nö, ich nicht. Na, mal schauen, vielleicht bei einer anderen Folge machen wir mal ein anderes Auto. Auto? Ja. Musst du auch ja, ich könnte noch einen Scania nehmen. Ich glaube ja, ja, genau. Scania hast du noch? Ja, ich würde mal so einen DAF nehmen. Ich mag ja die DAFs eigentlich. Weil ich finde, die haben das beste Soundpaket hier in dem Spiel. Irgendwie. Okay. Ja, so ein Blinker und so. Ja. Mein erster LKW war ein DAF. Meiner tatsächlich okay. Auch. Ey, die haben ja wirklich die Gebäude fast so nachgebaut, wie es in Frankfurt wirklich ist. Echt? Ich weiß gar nicht, wie die Gebäude in Frankfurt sind. Ja, ich war in meinem ganzen Leben erst einmal in Frankfurt und davon kenne ich bin fast nur den Bahnhof und ein bisschen die Fußgängerzone tatsächlich. Ja, so geht's mir aber auch. Und mich verfolgt einer mit dem Anhänger und der ist genauso schnell wie ich. Du, das ist ein Fan von dir. Ja, ich merke das schon, der hat mich schon angehubt. Sorgen würde ich mir nur machen, wenn dich nur ein Anhänger überholen sollte. Ja. Es sind schon ein paar Anhänger ohne Zugmaschine entgegengekommen. Was? Ja. Nee, ein paar Anhänger ohne Zugmaschine. Ja, okay, dann ist dein Rechner wirklich ein bisschen nicht so gut dafür ausgelegt. Ja, das ist mir. War das heute Mittag oder wann das war? Ich weiß nicht mehr. Ich bin da gefahren. Oh Gott. Und auf einmal macht es hier Rums und der Lenker vibriert hier und macht und tut und da war gar nichts. Und ich hatte es aufgenommen eigentlich. Oh mein Gott, eine Kolonne kommt mir gerade entgegen. Nur mal so aus Spaß. Ja. Und dann dachte ich, wo kam denn die jetzt her? Ich habe dann auch noch im Chat geschrieben, auf Englisch dann, where did you come from? Und da dachte ich, muss ja der jetzt aber die Aufnahmen angucken. Ja, und die sind da anscheinend... ich weiß nicht, vom Server irgendwie dahingestellt worden und da hast du nur oben die Namen gesehen, sonst nichts. Vielleicht sind die gerade gespawnt. Das ja, kann so sein. Irgendwie. So irgendwie kam vielleicht das, haben die sich da ausgeloggt und haben sich dann eingeloggt und standen dann genau da. Genau, und bumm hat's gemacht und ich bin voll in die zwei LKWs da reingeflogen. Ja, super. Ja, das sind so die kleinen Freuden des ETS-2. Ja, deswegen, das nehme ich immer auf und schnipsel es dann auch nochmal zusammen. So, das gibt so eine Karambolage-Folge oder so. Ah, ist vielleicht auch mal interessant. Ja. Oder eben der Alter, der kommt immer näher. Waldfahrer. Obwohl ich 109 fahre. Nein, ich nehme mal da zusammen. Ja, dann lass ihn doch überholen. Nee. Bin ich doch gleich an meinem Ziel. Also, ich bin gerade bei uns aufgefahren. Ja, ich bin da jetzt auch. Thomas folgt. Unauffällig. Oh. Na, hier ist wenigstens nicht so viel los. Der Typ heißt Juri, aber... Das könnte was werden. Ah! Ich kann doch mit diesem kurzen Anhänger nicht rückwärts fahren. Hier ist aber eng. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Oh, da hat einer einen Unfall gebaut. Steht da Planet Kai über dem LKW? Nee. Irgendwie so ein anderer.
Ach Gott, wo muss ich denn hier hin? Och nee, da soll ich rein. Okay. Na gut, das kommt vielleicht nicht so hin. Ich kann mit diesem kurzen Anhänger nicht um, ganz ehrlich. Je länger, desto besser. Ja, also. Ausgezeichnet. Verdammt, ja, das habe ich. Ich kann mit den kurzen Dingern auch nicht, da mache ich immer über die drauf. Das habe ich diesmal sogar gar nicht zweideutig gemeint. Ich würde mal sagen, Level up. Yay! Was mache ich denn? GZ. Das ist das Lenkrad, ich dachte, welches Kind schreit da jetzt rum. Ja, diesmal ist es sogar nicht mein Lenkrad. Sag mal, ich müsste doch. Ja, sorry. Sorry. Nee, ist okay. Ein Errungenschaftsfortschritt, alles ist möglich. Aber ich muss hier wirklich in eine dumme Ecke hier rein mit meinem Hänger. Da bei dem Holz hinten. Hänger, ein Hänger ist hoffentlich in der Hose. Also ich habe mal eine Frage. Ja, bitte. Ich war letztens in einem Steinbruch gewesen und musste da auf der Winterbord einen 24-Tonnen-Anhänger rausziehen. Und bist nicht hochgekommen, richtig? Richtig. Ja, das Problem hatte Kai neulich auch. Solltest du mal an dem Tag, wenn wir jetzt aufnehmen, die Folge von mir gucken. Die heißt mit durchdrehenden Reifen nach Venedig, glaube ich. Und die muss ich mir nachher auch mal angucken. 24 oder so, müsste das sein. Ja, ich habe mich dann einfach aus dem Steinbruch abschleppen lassen. Und dann, als ich dann da an der Werkstatt stand, war der Hänger hinten dran. Weil ich kam ohne nicht mal mehr raus. Mhm. So, ich muss mal in zur Werkstatt reparieren. Da bin ich hier. Alles war schon. Sag mal, wie weit ist das denn noch bis nach Frankfurt? So. Das ist der Wahnsinn. Ihr seid jetzt in der Stadt drin oder wart in Frankfurt? Ja, an der Werkstatt. Also, ich fahre jetzt zur Werkstatt. Okay, dann komme ich mal hier in Map. Oh, ich muss rechts abbiegen. Und das ist ja nicht so weit. Rechts abbiegen ist nicht weit. Ach, ich bin natürlich falsch gefahren jetzt. Alter. Hier kann ich gar nicht abbiegen, das ist eine Brücke. Oh, oh nein. Ich hab's gerade nur auf dem Navi gesehen. Ich denke so, ach, dann fährst du hier rechts ab und dann guck ich, ist eine Brücke, verdammt. Aber schneller als 110 fährt man dann trotzdem nicht auf der Autobahn, ne? Nee, das ist hier auf dem Server. Gibt's da halt eben noch Server, wo keine Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Genau, dann ist es auf Server 2. Oder so. Ja, genau. Ja. Da fahren sie alle wie die Bekloppten. Genau, deshalb spiele ich da auch eigentlich nicht. Und dann gibt's da auch noch den Euro 5. Euro 5? Ja. So, ich habe mein Auto dann mal ein bisschen aufgemotzt. 1, 2, 3 und 5 gibt's. Echt? Ja. Boah, immer diese ganzen Hooper, ey. Ja, ich finde das auch mal schlimm. Ich weiß. Wo ist denn hier die Garage? Dann könnte ich mir ja gleich eine kaufen hier. Ja, kann ich auch mal machen. Ich habe genug Geld. 839.000 sollten, glaube ich, reichen. 180.000 kostet die Garage, ne? Ja. Ich weiß gar nicht. Hallo Kai. Ja, wie jede. 180.000. Fährt der Hightower durch mich durch. Wie gespenstisch. 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 Ich bin erst an der Garage. Nee, doch nicht. Ich wollte doch zurückwärts fahren, mein Gott. Zurückwärts? Wo ist denn das? Ja, hinter mir. Oh Mann. Hufflepuff. Wir treffen uns an der Werkstatt, oder wo? Oder an der Garage. An der Garage, würde ich sagen. Okay, dann fahre ich von hier wieder weg. Wo ist denn die Garage? Nee, Quatsch, nichts an. Naja, also Werkstatt muss ich auch noch. Ich habe 5%. Ich fahre natürlich den ganz lang zur Werkstatt. Zur Werkstatt? Da fliegt gerade einer vorne rechts ab, aber das ist keiner von uns, oder? Wuhu! Da waren es nur noch 3 Räder, auf denen ich gefahren bin. Ist das jetzt schon die große Garage? Ja. Wie große Garage, hä? Ich hab mir eine große Garage gekauft. Eingabe, möchtest du diese Garage denn die kaufen? Ja. Ich glaube, die Grundgarage kostet 180.000 und das Aufrüsten zur großen kostet 100.000. Ach so.
mache ich im Garagenmanager, ne? Du kannst mein auch Gott, auf den grünen Würfel fahren. Die haben aber auch hier überhaupt keine Zeit mehr, um zu warten, dass einer da rausfährt oder so. Die fahren nein, alle überhaupt da rein nicht. Und alles Ich-Menschen hier auf dem Server heute. Ja. Also ich fahre nochmal kurz zur, Werkstatt. Wie rüste ich die jetzt auf? Ich bin ja jetzt drinne. Auf den grünen Würfel fahren. Ja, bin ich drinne. Hab ich. Ja, dann drücken. Ja. Die hab ich ja. Ja, du hast das schon. Da ja, muss drücken. Ach, da steht aufrüsten. Ja, das oben links, ja. Aufrüsten. Du kannst ja auch im Menü aufrüsten. Ja, kannst du auch, ja. Guck mal, da ist der Kai. Ja, ich habe nämlich hier eine kleine Garage. Ah. Ja, ich bin auch gleich da. So, aber erstmal zur Werkstatt. Werkstatt da hinten. Ja, ja. Hier ist ein Hufflepuff. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Und jetzt sehe ich zwei Hufflepuffs sogar. Oh, da hupt schon wieder was. Jetzt hupen sie alle. Komm mal zurück, du Hupt. Ah, jetzt guck mal, ich glaube wieder. Schon mal 100. Hast du den Schalter gefunden? Nee, ich hatte das vergessen, auch ehrlich einzuschalten. Ich beobachte jetzt ein bisschen Björn. Alter, hey, hast du ein bisschen am Aufnehmen? Ja. Okay. Du nicht mehr? Oh, hier gibt's eine Natalie. Quatsch. Oh. Hallo, schöne Frau. Natalie. Schnatterlie. Nee, hier wollte ich. Wo ist mein. Da steht der Hightower mitten in den. Ja, ich flieg hier gerade mit der. Obstgarten hier. Mit der also da stehen zwei Hufflepuffs. Und ein Heiler. Beide heißen sie komischerweise Marvi. Und einer ist gerade weg. Ich eigentlich nochmal zur Werkstatt. Ich habe so ein hässliches Design, fehlt mir gerade. So ein hässliches Design fehlt mir. Ein Hufflepuff. Ich sehe dich gerade komplett in Schwarz. Ich habe hier, glaube ich, einen Russen oder sowas. Gott, ist das laut. So, ja, dann muss ich mir jetzt auch eine große Garage kaufen oder was. Also ihr seid bei der Garage, ne? Ja. Das also ich bin gerade nicht. Thomas. Ja, wenn ihr da alle da hinten parkt? Ja, ich würde ja auch gerne zur Garage kommen, aber da steht einer direkt vor der Einfahrt. Und hier seid ihr seid am Hupen! Best, ihr habt links laufen, Feststellbremse gezogen. Wie Gefallsgas. Scheiße. Hat sich Malte jetzt in mich reingeschoben hier? Ja. Ja. So, ich komme jetzt zur Garage. Okay. Ja, da hinten leckst du dich durch die Gegend, ich sehe schon. Ja. Ach so. Du siehst es ja tatsächlich in meiner Aufnahme dann, dass du. Ich schon wieder 1% Schaden, weil ich gegen den Zaun gefahren bin. So, du machst über Spycam oder Flycam. Ja, Spycam, ja. Ja, wir können ja schon mal gucken, was wir so für Aufträge haben. Yep, yep. Ach so, ja, weiß ich nicht. Also in anderthalb Minuten wäre die Folge auch gerade zu Ende, dann können wir auch in Ruhe sonst gucken nochmal. Ja. Oder ob wir überhaupt noch weiter aufnehmen wollen. Oh nein, ich bin drauf vorbeigefahren. Hier geht was ab. Boah, ich fahre ich mal eben mit Warnblinker rückwärts. Vergiss immer den Rückwärtsgang auszumachen. Hoppala. Malte, was hast du für eine, für einen Paintjob? Weil bei mir hast du jetzt einen ganz normalen blauen LKW. Nein, ich habe ich hier. Bei mir nicht? So einen norwegischen Typen drauf, mit Schild und Schwert und so. Okay, den habe ich anscheinend. Ach, du hast Odin? Dann habe ich das DLC ja. Nicht. Ja. Kann man hier rumfahren? Nee, ne? Nee, ich habe Thor. Oh, der Hightower hat sogar so ein Schild hier vorne drin. Ja. Komme mir mit meinem kleinen LKW ja doch minihaft vor, irgendwie. Weißt du, der hat jetzt fahr ich raus. 12.000 LKWs, sagt er, hat er vorhin noch erzählt. 12.000? Ne? Ja. Wer? Du? Ich? Ja, in den ganzen Garagen, oder nicht? Ja.
Aber deiner ist so ein bisschen wie so ein Renn-LKW, ne? Ja, sieht so ein bisschen aus. Du, hat ja auch was. Ja, ich sehe gerade, du hast gar nicht das Nummerschild als Hightower. Wie macht man ich das? Ich habe ja im Planet kein Nummerschild. Nee, warte. Ich muss in die Ausnahme. Ich habe ein UE-H10 oder 15 Nummernschild. Wie macht man das? Ach so, sehe ich jetzt ja gerade. Ja, okay. Also, sagtet du? Bei World of Trucks musst du da gehen. Ja. Was ist das denn? Und dann kannst du das Nummernschild anschauen. Ja, das ist natürlich also auch UE, eine UE für Uelzen, ne, da wo ich wohne, HT, ja. Hightower und dann noch 15. Ah, okay. Es war unrealistisch, dass eine 0 als erstes in der Zeichenfolge ist, aber... In Deutschland schon. Ja, aber Planet Kai ist ja noch unrealistischer in Deutschland. Du, ich weiß nicht, was ich auf meinem Auto drauf habe. Na ja, klar. Nee, dafür habe ich ja vorne halt in der Windschutzscheibe noch mal ein Schild mit Hightower. Ja, hatte ich in dem MAN, die nicht gefahren habe. Ich glaube, ich nehme jetzt auch mal ein Mercy. Was hörst du dir? Ein Würstchen? Mercy. 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 Verstanden, ich hole mir jetzt erstmal ein Würstchen. Achso, der Timer war übrigens abgelaufen, ne? Okay. Ja, habe ich gehört. Schon wieder vergessen. Dann verabschieden wir uns doch. Ja, dann tun wir das mal. Jo. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.